بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, wir haben heute den 6.5.2012. Wie gesagt, gestern am 5.5.2012 kam es zu den großen Ausschreitungen in Bonn-Mehlem und ein Bruder, ein lieber Bruder, den wir gut kennen, der hat uns eine E-Mail geschickt, in der er meint, wir müssen jetzt etwas tun, gerade die Prediger, wir müssen jetzt unbedingt diese Leute, die das gestern gemacht haben, disziplinieren. Das, was gestern passiert ist, da gibt es nichts zu beschönigen. Man muss ein Machtwort sprechen und man sollte die Fehler nicht bei anderen suchen. So ungefähr ist der Brief. Und wir danken erstmal dem Bruder für seine Liebe für die Religion. Möge Allah ihn dafür belohnen. Und wir danken ihn auch, dass er diesen Brief geschrieben hat, weil der hilft uns, weil diese Gedanken haben sicherlich viele. Erstens, wenn es darum geht, dass die Prediger ein Machtwort sprechen müssen, so schätze ich die Sache ein, dass die meisten Prediger in Deutschland, die meisten, so viel Einfluss auf diejenigen haben, die dort gestern geschlagen haben, wie Frau Merkel auf irgendeinen normalen Menschen irgendwo in Australien. Das heißt, sie haben absolut null Einfluss. Ja. Ich habe vielleicht einen geringen Einfluss, ja. Vielleicht, dass man vielleicht einen Ratschlag von mir annimmt oder so, weil ich glaube, dass ich bei den Juden etwas besser respektiert bin als einige andere Leute, die einige seltsame Sprüche gebracht haben. Aber darum geht es auch gar nicht. Sondern erstmal muss man sich fragen, ob man überhaupt dort etwas erreichen kann. Und dann muss man auch fragen, ob es richtig ist zu sagen, man solle nichts beschönigen. Und man solle die Fehler nicht nur bei anderen suchen. Ja. Das ist korrekt. Und ich sage das, ich finde das gar nicht schlimm, dass der Bruder das geschrieben hat, sondern ich finde das sogar gut, damit wir über dieses Thema reden können, weil es ist wichtig, dass wir über solche Themen reden und nicht übereinander reden, damit man direkt ein öffentliches Statement macht. Und ich möchte hier mein Statement zu diesen Aussagen machen. Welche Haltung sollten wir haben zu dem, was gestern passiert ist? Und das ist meine Meinung, ja. Ich bin übrigens nicht der Führer der Salafisten in Deutschland. Ja. Das war etwas, was die Medien gesagt haben. Das war übrigens eine der schlimmsten Aussagen, die die Medien über mich gesagt haben. Ich sei der Superstar der deutschen Islamisten-Szene oder ich sei der Führer der Salafisten. Das war eine der schlimmsten Aussagen, die sie je über mich machen konnten, weil dadurch sind einige Leute leider so vor Wut geplatzt, vor Neid geplatzt, dass sie danach angefangen haben, nur noch Fehler zu suchen und versucht haben, meine Dauer schlecht zu machen. Ja? Und den Fehler, jeden Fehler, der irgendwo in Deutschland passiert, bei mir zu suchen. Das nur dazu. Ja, ich bin einfach nur ein Prediger in Deutschland und ich bitte jeden mit offenem Herz, offenem Verstand, den Argumenten zu folgen, die ich bringe. Und diese Argumente sind von Koran und Sunna und diese Argumente sind auch von der Sichtweise, denn viele Meinungsverschiedenheiten haben mit der Sichtweise zu tun, mit der wir auf diese Dinge blicken. Und das hat etwas mit dem Verständnis der Realität zu tun. Wenn wir gemeinsam in einem Raum sitzen, dann sieht jeder von uns eine Situation anders. Ja? Und jeder würde die Situation, die er sieht, eventuell anders beschreiben. Erstmal, ich habe schon im Vorfeld der Kundgebung gesagt, dass mein Ratschlag ist, an die Brüder rüben zu bleiben und dass man das Beschimpfen des Propheten in der Situation, in der wir uns befinden, besten bekämpfen kann, indem man argumentativ antwortet, indem man einfach die Religion verbreitet. Zu den besten Mitteln gehört meiner Meinung nach dabei momentan das Koranverteilen. Und wie bin ich zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Wir müssen verstehen, die Sira des Propheten a.s.w. ist für uns so etwas wie eine Apotheke, in der wir die Medizin für jede Krankheit finden, die die Umma in der heutigen Zeit betrifft. Ja. Und deswegen müssen wir schauen,
welche Medizin brauchen wir für die entsprechende Krankheit? Das heißt, welche Situationen der Sira müssen wir auf unsere Realität anwenden? Und dann schauen wir erstmal, wir leben in Deutschland, wir leben in einem Land, wo die Muslime nicht die Führer sind, nicht die Herrscher sind, sondern wo die Muslime eine Minderheit sind, die schwach sind. Obwohl ich das Wort schwach nicht meine, weil wir sind nicht wirklich schwach, aber sagen wir mal so, wir haben auf jeden Fall nicht die Kraft, die man sich wünschen würde. Ja? Das heißt, wir können nicht machen, was wir wollen, oder wir können die verschiedenen Regeln und so weiter nicht praktizieren. Ja? So. Wenn wir das jetzt betrachten, dann müssen wir in der mechanischen Phase nachschauen. Und dann gucken wir, ist der Prophet a.s.w. in der mechanischen Phase beschimpft und bekämpft worden? Und wie ist er an dieses Problem herangegangen? Ja, wie ist er an dieses Problem herangegangen? Es gibt Szenen, wo der Prophet a.s.w. mit Härte geantwortet hat. Einmal hat er sie mit Dreck geschmissen. Ganz am Ende. Es gibt eine Szene, wo er ihnen einen richtig harten Spruch reingedrückt hat, sozusagen, wo er gesagt hat, jittkum bizabh, ja. Aber im Allgemeinen war seine Widerlegung der Anschuldigungen damit beschäftigt, die Botschaft zu überbringen. Der Beweis dafür ist beispielsweise, ja, wenn er auf Berg Safa gegangen ist oder zu den Zelten gegangen ist, ja, oder auf den Markt gegangen ist. Abu Lahab war bei ihm. Und er hat ihn der Lüge bezichtigt. Er hat ihn schlecht gemacht bei den Leuten, mit denen er über den Islam geredet hat. Was hat der Prophet gemacht? Er hat mit seinen Taten, er hat mit seiner Dauer diese Vorwürfe widerlegt. Er hat zur Wahrheit gerufen. Und deswegen ist meine Meinung, dass die beste Methode und die richtige Methode und die passende Methode in der Situation, in der wir sind, wenn der Prophet beleidigt wird, ist, die Faust in der Tasche zu machen, auf die Zähne zu beißen und jede Möglichkeit zu nutzen, um zur Wahrheit zu rufen. Und das wird sie noch wütender machen, meiner Meinung nach, als eine Ausschreitung. Das wird sie noch wütender machen, wenn wir, das ist meine Meinung, Allahu alam, nicht auf diese Provokationen reagieren, indem wir gewalttätig werden, sondern indem wir darauf reagieren, dass wir noch stärker in der Dauer werden. Dass wir auf die Straßen gehen, mit den Menschen über die Religion reden, Flyer verteilen, Bücher verteilen, Kundgebungen machen, wo wir Predigten halten über den Propheten, Hallen mieten, wo wir Predigten halten über den Propheten, in den Moscheen Nicht-Muslime einladen, reden über den Propheten, a.s.w. Und dies sollte jetzt meiner Meinung nach die richtige Methode sein. Und wir sollten unbedingt von Gewalttaten Abstand nehmen, weil das meiner Meinung nach nicht dazu führt, dass diese Leute aufhören, diese Karikaturen zu zeigen, sondern es wird meiner Meinung nach, wallahu alam, dazu führen, dass noch mehr Leute versuchen werden, die Muslime auf diese Art und Weise zu provozieren, weil wir nämlich schwach sind und derjenige, der Wut auf die Muslime hat, immer denkt, ja, ihm wird schon nichts passieren, er wird schon irgendwie aus dem Schlamassel rauskommen, okay? So. Das ist meine Meinung der Angelegenheit. So. Jetzt muss man zugeben, und ich habe gehört, dann haben Leute gesagt, ja, das, was die Brüder jetzt dort gemacht haben, das ist wirklich etwas, was der Dawa Schaden gebracht hat. Und ich kann da momentan keinen direkten Schaden sehen. Ich denke eher, dass es eventuell dazu führen wird, dass leider noch mehr Karikaturen über den Propheten a.s. gemacht werden. Das ist das, was ich befürchte. Aber was der Dawa Schaden angeht, Brüder und Schwestern, wer nach dieser ganzen Hetze, die wir die Jahre erlebt haben, Thilo, Sarrazin und Co., noch nicht infiziert ist und immer noch differenziert und kein hundertprozentiger Hasser ist, der wird auch hiernach noch differenzieren. Und das Gute ist bei mir immer, dass meine Mutter in der Gastronomie arbeitet. Und die fängt immer für mich, und da kommen ja die unterschiedlichsten Leute, die fängt immer für mich die ganzen Meinungen an. Die hat ja jeden Tag mit so vielen Menschen zu tun. Und da fängt man ja auch die Meinungen an. Und die fängt Meinungen ein, da
dass Nicht-Muslime sagen, ja, das kann ich ja auch verstehen, dass sie dort sauer werden. Und da gibt es sogar nicht viele, die sagen, ja, das muss die ja mal sein, dass die mal ausflippen, weil ansonsten wird ihnen ja kein Recht gegeben. Also man muss sich nicht immer irritieren lassen von dem, was man im Fernsehen hört und von dem, was im Internetforum geschrieben wird, weil das diese Internetforen und diese Kommentarbereiche von den Zeitungen, das sind die Kommentarbereiche von den armen Feinden des Islams, weil diese Leute meistens sehr schwache Persönlichkeiten sind. Ja, das ist das, was wir festgestellt haben, dass sie meistens auf einem sehr niedrigen intellektuellen Level sind, weil sie sehr oft keinen Schulabschluss haben und so weiter, also dumme Menschen sind. Dann, also Versager der Gesellschaft, dann haben wir gemerkt, dass diese Leute sehr oft dann auch Rassisten sind. Oder es sind halt Leute, die einfach, denen die Freundin mal von einem Türken ausgespannt wurde oder die halt Ohrfeigengesichter in der Jugend gewesen sind, immer abgezogen worden sind von sogenannten muslimischen Jugendlichen. Ja, das ist eigentlich, das ist das, was die Leute dazu bringt, Islamhasser zu werden. Das sind also meistens Versager, das arme Würstchen. Ja. Aber der Punkt ist halt, sie führen eine große Hetze und was ich nun damit sagen will, ist, wir müssen wissen, diese Leute sind meistens Feiglinge, tummeln sich nur in den Internetforen und sie haben nichts anderes zu tun, als Kommentare zu schreiben. Deswegen kann das Internet in diesem Bereich sehr stark täuschen. Der nächste Punkt ist, es hat einer gesagt, ja, Jahiliya-Charakter. Ja, das, was die Brüder gezeigt hätten, wäre, also ich bin nicht der Meinung, dass das der Dawa wirklich direkt schadet. Das könnte nur dazu führen, dass noch mehr Wege der Dawa zugemacht werden. Aber so wie ich das momentan sehe, kann noch mehr Wege gar nicht mehr zumachen, weil die Dawa so stark geworden ist. Und es ist natürlich, und das sehen wir auch in der Sira, in der Geschichte des Propheten, dass die Dawa umso stärker sie wird, auch umso stärker bekämpft wird. Deswegen sage ich jedem, wir müssen uns darauf konzentrieren und darauf vorbereiten, in den Untergrund wieder zurückzugehen. Deswegen ladet alle Vorträge runter und macht private Sitzungen mit Brüdern und Schwestern, wo er zum Beispiel Fußball spielt oder wo die Schwestern sich zusammen in einer Wohnung treffen, zusammen kochen und dann Vorträge angucken, die gemeinsam lernen. Oder auf Englisch Islam studieren bei Bilal Phillips dort, bei islamonlineuniversity.com. Okay? So, dann wurde gesagt, das wäre ein Jahiliya-Charakter, weil die Brüder dort alles zerstört haben und so weiter und so fort. Erstmal, diese Meinung kann ich so nicht teilen. Ich finde diese Meinung sogar übertrieben. Ja, ich bin, wie ich schon gesagt habe, ich unterstütze diese Taten nicht, aber ich kann nicht von Jahiliya-Zeit oder von, ja, dass diese Leute das aus der Jahiliya-Zeit mitgebracht haben. Weil hier geht es nicht darum, dass man irgendwie willkürlich etwas zerstört hat, sondern hier ging es darum, dass die Brüder den Propheten Mohammed a.s. Verteidigen wollten und sie haben nicht den friedlichen Weg gewählt, der meiner Meinung nach angebracht ist, sondern sie haben den Weg der Stärke gesucht. Ja? Dann wollte ich darauf eingehen, was die Brüder eventuell noch antworten können. Ja? Warum sage ich das? Weil wir sollten, wenn jetzt ein Bruder indirekt über die Brüder so schlecht schreibt und die haben uns geschadet und andere Brüder schreiben noch schlimmere Sachen über die Brüder, die dort halt verhaftet worden sind für Allah subhanahu wa ta'ala, ja, dann ist es so, dass wir sollten normalerweise immer für unseren Brüder 70 Ausreden finden. Aber in dieser Sache muss man auch ganz klar sein, dass die Brüder auch Argumente auf ihrer Seite haben. Ich habe schon gesagt, ich unterstütze das nicht. Ich bin der Meinung, wir sollten den Weg wählen, den ich vorgeschlagen habe. Aber wir müssen zugeben, dass die Brüder auch Argumente haben. Was ist zum Beispiel ihr Argument? Sie sagen zum Beispiel, ja, ist es der Prophet nicht wert, dass man für ihn kämpft? Und dann sagen wir, ja, er ist es wert, dass man für ihn kämpft. Das haben wir auch in seiner Sira gelernt. Beispielsweise in so vielen Stellen, wie zum Beispiel die Schlacht von Uhud, wo Talha ibn Ubaydillah sogar seine Hand in den Weg gestellt hat und der Pfeil durch seine Hand durchging, um den Propheten a.s. zu verteidigen. Ja? Die zweite Sache, so, aber hier sagen wir natürlich zu, ja, wir sagen, der Prophet ist es wert, dass man für ihn kämpft, man sollte nur die richtige Waffe wählen. Und wir denken, dass die beste Waffe in der heutigen Zeit, in der jetzigen Zeit, die Dawa ist und nicht die Waffengewalt sozusagen. Ja? So, dann könnte jetzt jemand berechtigterweise sagen, von den Brüdern, die dort halt
ausgeflippt sind. Das kann ja auch eine Affektsituation gewesen sein. Ich war ja nicht da. Eben hat mir jemand geschrieben, der gestern verhaftet gewesen war, der absolut nichts gemacht hat. Ja, er hat geschrieben, ich bin der Meinung, es ist einfach ausgeachtet. Die Polizei war voll mit Emotionen und hat auch wehrlose Leute mit Krücken eingeschlagen und sie als Tiere beschimpft und auf alles und jeden mit Spray geschossen, sogar auf Kinder der Anwohner. Und ganz am Schluss haben sie festgenommen, und zwar ohne Gründe, ja, drei christliche Anwohner wurden auch festgenommen. Das spricht schon für sich. Fazit, Eskalation auf beiden Seiten. Ja. Und dann sagte, dass sie auf dem Boden lagen und die Polizisten mit Knüppeln auf sie eingeschlagen haben. Und er schreibt dann an anderer Stelle, der erste Schlag kam von einem Polizisten. So, von daher, man muss immer die Ruhe bewahren. Ja. Wir verurteilen jetzt Brüder auch wieder über das, was wir im Fernsehen gesehen haben. Wir waren gar nicht da. Wir wissen gar nicht, was genau passiert ist. Ich warne euch davor. Allah sagt im Koran, Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasikum bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Das heißt, wo ihr Gläubigen, wenn zu euch jemand kommt, ein Fasik, ein großer Sünder kommt zu euch mit einer Nachricht, so vergewissert euch. Warum? Damit wir nicht jemanden aus einen Unschuldigen beschuldigen. Der war doch gar nicht da gewesen. Man sieht Videos im Internet, wo die Brüder vorher noch reden, bitte passt auf, dass es nicht eskaliert und so weiter und so fort. Hier ein Bruder, der gestern da war, sagt, der erste Schlag kommt von einem Polizisten. Und wer sich mit Massenschlägereien etwas auskennt, der weiß, wie schnell etwas in so einer Masse, wie schnell etwas eskalieren kann. Und dann stehst du auf einmal mittendrin und das Gas kommt von allen Seiten geschossen. Ja, und Steine fliegen um dich herum und du siehst, die Polizei schießt auf dich drauf, dann nimmst du dir auch einen Stein, um dich zu verteidigen. Deswegen, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein und vor allem, wenn wir über Brüder urteilen, müssen wir vorsichtig sein. Ja? Dann können die Brüder zu uns sagen, was habt ihr, Herr Vogel, was habt ihr erreicht? Ihr seid seit 6 Jahren am Predigen von Friede, Freude, Eierkuchen. Wir müssen gerecht sein, wir müssen die Leute gut behandeln und wir müssen gegen Terrorismus sein. Kein einziges Mal werden sie sagen, habt die Medien irgendetwas benutzt, die finden euch auch nicht besser dadurch, sondern ihr seid für die genauen Terroristen wie die größten Leute, die beispielsweise Anschläge auf was auch als Terroristen angesehen werden. Ja, deswegen hat er nichts gebracht. Hat das dem Islam einen Schritt weiter geholfen? Bei diesen Leuten, bei den Islamers, hat es euch was gebracht? Haben die euch respektiert? Haben die deswegen gesagt, ja nee, wir zeigen keine Karikaturen? Haben die deswegen aufgehört mit der Hetze? Haben die deswegen auch nur ein einziges Mal über die Hetze diskutiert? Haben die deswegen ein einziges Mal über PE News diskutiert, dass dort Kommentare stehen wie, ja, wir müssen die langsam loswerden, bevor es zu spät ist? Wo offensichtlich dazu aufgerufen wird, bewaffneten Widerstand ja, unterschwellig einzugehen, wo Tag ein, Tag aus gehetzt wird, wo gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Jedes Mal, wenn irgendein Türke oder irgendein Araber eine Frau vergewaltigt hat, dann steht da dort, oh, schon wieder ein Einzelfall, alles Einzelfälle. Ja, ja, das haben die bestimmt in ihrer Religion gemacht. Jedes Mal steht das dort. Stellt euch mal vor, wir machen eine Seite auf, wo wir gucken, was die Christen machen. Ja? Und jedes Mal, wenn irgendwo ein kleines Kind umgebracht wurde, schreiben wir, ah, siehst du, und die sagen, das Christentum wäre das nicht. Schon wieder ein Einzelfall. Ja. Nach 3 Wochen ist die Seite zu. Aber diese Seite gibt es schon seit 2004, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, da sieht man doch, dass hier nicht fair an die Sache herangegangen wird. So. Das können die Brüder sagen, hier. Die lachen euch doch aus, ihr mit eurer Friedlichkeit. Jetzt muss man draufgehauen werden. Wir sagen dazu, der Prophet a.s.w., der hat auch offensichtlich am Anfang nicht viel erreicht mit seiner friedlichen Methode, aber er hat in dieser Zeit, wo er keine Macht hat, wo er kein Militär hatte, wo er keine Richter über eine Stadt war oder die Sultan Bokem hatte, ist er auf diese Art und Weise weiterverfahren, auch wenn der Erfolg nicht groß war. Er hat zu dieser Zeit ist er nicht zur Gewalt übergegangen. Zumindest nicht in dieser Form. Dann könnte jemand sagen,
Ja, man musste ihm eine Lektion erteilen. Ja, das könnte sein, dass die Brüder, die da ausgerastet sind, sagen, man muss ihnen mal eine Lektion erteilen. Die von euch haben die keine Lektion bekommen hier. Wir Vogel, die lachen euch doch aus. Dann sagen wir drauf, die Lektion werden sie am jüngsten Tag spätestens bekommen. Aber was wir glauben ist, dass diese Lektionen, die sie jetzt kriegen, nur dazu führen, uns eigentlich realistisch gesehen keinen Schritt weiterbringen, das ist unsere Sichtweise, sondern dass es eher einen negativen Effekt hat, im Sinne, dass die sich noch mehr auf das Provozieren mit Karikaturen versteifen und wir nachher nur noch damit beschäftigt sind. So, da wird vielleicht jemand sagen, man sollte denen mal Angst einjagen. Ja? Vielleicht hören sich dann damit auf. Dann sagen wir, es gibt schon Leute, die Angst bekommen haben und die vom QNRW, die sind sogar schon zusammengeschlagen worden, nicht von Muslimen, sondern von Linken. Aber im Endeffekt hat das diese Leute nicht weggebracht. Und es ist immer so, dass wenn jemand einen großen Hass im Herzen hat und sieht, dass er erst mit einer Minderheit in einem Land zu tun hat, wo die Polizei ihn schützt, dass er im Normalfall nicht damit aufhört. Und wir haben auch in Nachbarländern gesehen, dass diese Angst sie nicht daran gehindert hat, weiter den Islam zu beschimpfen, zu beleidigen. Von daher glauben wir, dass diese Methode nicht vielversprechend ist, sondern wir rufen dazu auf, wir geben den Ratschlag wirklich, dass wir unsere ganze Energie in die Dauer legen, dass wir uns gemeinsam treffen. Ja, also ich werde sowieso meinen Weg machen. Ja, nur ich würde mich gerne auch mit Brüdern treffen, die eventuell diesen Weg gehen, weil ich habe keine Lust, mich mit allen Leuten in Deutschland zu treffen, weil ich mache meine Sache und ich habe keine Lust, mit Leuten zusammensitzen, die nur darum geht, dass sie der Chef der Dawa genannt werden, sondern ich will meine Sache, ich habe ein eigenes kleines Team, ja, das reicht mir. Ja. Nur ich würde gerne vielleicht auch mit den Brüdern zusammensitzen, die da andere Meinung sind, die denken, man muss da mit Gewalt angehen, dass man sich vielleicht mal zusammensetzt und über diese Sache diskutiert, auf brüderliche Art und Weise. Das war da. Jetzt kommt es zu der entscheidenden Frage, ja, sollte man sich von den Brüdern distanzieren? Sollte man sich von den Brüdern distanzieren? Und ich sage hier ganz klar und deutlich, ich werde mich nicht distanzieren. Nein. Ja, ich gebe die Nasiha, ich gebe den Ratschlag, das, was ich sehe, dass man damit aufhört. Und ich heiße das nicht für gut, was dort passiert ist, aber ich werde mich nicht von Brüdern distanzieren, damit die Feinde Allahs sich freuen. Die tausendmal schlimmere Sachen, 1 Million mal schlimmere Sachen gemacht haben, als das, was die Brüder gemacht haben. Ja? Die daran schuld sind, dass Marwan Shabini getötet wurde. Die so viel Unheil angerichtet haben. Ja? Ich werde mich bestimmt nicht für diese Leute von Brüdern distanzieren. Sondern das sind meine Brüder, egal was sie gemacht haben. Und ich werde sie inshallah in Schutz nehmen sogar. Aber ich gebe ihnen den Ratschlag, auf diese Art und Weise von diesem hier einen anderen Weg einzuschlagen. Das ist mein Weg. Und ich möchte hier nochmal sagen, ja, weil das hat nichts mit Schönreden zu tun. Wir reden etwas schön, wenn wir es verpassen, diese Leute, die schuld sind an diesem ganzen Dilemma, die die Hetze zugelassen haben, ja, dass wenn wir sagen, ach ja, da ist ja alles, das müssen wir ansprechen, ansonsten reden wir etwas schön. Wir reden nicht schön, wenn wir sagen, ja, die Brüder sind ausgeflippt. Ja. Ich will euch mal eins sagen. Wenn es einen islamischen Staat gibt und der Prophet wird in einem anderen Land beschimpft und der islamische Staat hat die Kraft, das können von mir die Nicht-Muslime hören, dann wird Krieg erklärt. Damit man Bescheid weiß, wo man dran ist. Es geht hier, unser Maßstab ist Koran und Sunna. Unser Maßstab ist Koran und Sunna. Ja, das müssen wir endlich verstehen. Ach, die haben, die Muslime, wenn sie Kraft hatten, die haben für eine einzige muslimische Frau, haben sie eine Armee rausgeschickt. Der Prophet hat für einen einzigen muslimischen Mann, die Raswatumut, hat er 3000 Soldaten rausgeschickt. Al-Harith ibn Umair, oder wie heißt der, zum Führer von Busra geschickt wurde umgebracht. Natürlich sind auch noch andere Sachen passiert, aber das war der eigentliche Grund, warum der Prophet eine Armee geschickt hat, dort
kommt in diese Region mit 3000 Soldaten. Und die haben gegen 200.000 Römer am Ende gekämpft, beziehungsweise 100.000 Römer und 100.000 Araber. Ja, das muss man verstehen. Das heißt, Achi, wir sind kein Kuschelkursverein. Ja, wir sagen nee. Ich sage nein, wir müssen einen anderen Weg wählen, wir müssen anders zusammenkommen. Aber wir können auch nicht leugnen, dass diejenigen, die so denken, sich etwas dabei, oder dass sie zumindest aus Emotion, aus Liebe für die Religion gehandelt haben. Ja? Und wir müssen ganz klar sagen, warum reden Politiker nicht mit uns? Warum wird auf keine einzige Sache eingegangen? Was ist mit den Medien? Warum werden Koranverteilaktionen dargestellt, als wenn da irgendwelche Berserker draußen stehen? Ja, das muss man mal verstehen. Damals in Mönchengladbach, die Brüder 5 Jahre lang, ja, haben sie die Leute, die Anwohner eingeladen. Die waren nett, um zuvorkommen. Am Ende wird ihnen das Messer für diese Freundlichkeit in den Rücken gesteckt. Ja, und der Bundesinnenminister hier damals, de Maizière, der kommt und der setzt sich manchmal mit den Muslimen an einen Tisch. Deswegen, was diese Leute gemacht haben, ist 1 Million mal schlimmer. Ja, die haben es zugelassen, die haben es instrumentalisiert, dass gegen Muslime gehetzt wird. Deswegen ist Mahmoud Chebine getötet worden. Ja, man sollte sich mal den Brief, warum hat man den Brief von Alexander Wienz nicht mal veröffentlicht, den er an die Staatsanwalt geschrieben hat, dass dort genau die Argumente von PE News sind, dass diese Frau, ja, eine Gebärmaschine ist, eine Gebärmaschine für Terroristen. Wo hat sie das her? Hat sie das nicht von PE News und von anderen Foren? Hat er den Hass überhergehabt, aber das hat man versucht, unter den Tisch zu kehren. So sieht die Sache aus. Wir wollen nicht wissen, was noch alles in Deutschland passiert ist. Damals ist es rausgekommen, weil wir so großen Aufstand damals gemacht haben. Und wir haben genau gesehen, womit sie mit allen Mitteln versucht wurde, von der eigentlichen Ursache abzulenken. Ja, so sieht es aus. Es sind schon über 80 Moscheen geschändet worden. Wie viele Frauen sind blöd angemacht worden, geschlagen worden, bespuckt worden, angegriffen worden? Wie viele Muslime sind getötet worden? Was ist mit Dönermorden? Ja? Und dann kommt mir jetzt einer mit, ja, die Brüder haben mit Steinen geworfen. Ja, ich glaube, ich spinne. Ja, dann wird natürlich wieder irgend so ein Spinner von PE News sagen, ja, wie viele Deutsche wurden denn von Muslimen getötet? Ja, aus religiösen Motiven oder was? Aus religiösen Motiven? Nee, nicht aus religiösen Motiven, sondern genauso wie der vielleicht einen Muslim umbringt, weil er von dem Geld haben will oder aus irgendeinem anderen Grund, aber kein religiöses Motiv. Die Leute, die irgendeinen Deutschen umgebracht haben, haben das gemacht und die sind die größten Frevler, die größten Zuhälter, Drogen, die hier alles drum und dran, die noch nie gebetet haben in ihrem Leben. Aber das ist ja gerade ein Mittel der Hetze von unter anderem Necla, Kelem und Co., dass sie so tun, als wenn die Kriminalität der jugendlichen Muslime auf den Islam zurückginge. Dann kommt man mit einer Studie, wo man nicht weiß, wer die Studie erstellt hat. Wir wissen genau, das Gegenteil ist der Fall. Dass die Leute, die zur Religion zurückkehren, dass die der Kriminalität den Rücken kehren. Das weiß jeder Muslim. Da brauchen wir keine Studie für. Wir haben so viele Jugendliche um uns herum, die früher vielleicht die größten Verbrecher gewesen sind, die dann den Islam annehmen und einen ordentlichen Job nachgehen. Da wird immer erzählt, ja, die leben alle von Sozialhilfe. Wo habt ihr das denn her? Wer lebt denn von Sozialhilfe? Ich lebe nicht von Sozialhilfe. Ja, ich lebe nicht von Sozialhilfe. Ich habe einmal zwischen 2006 und 2007 10 Monate in meinem Leben von Sozialhilfe gelebt. Ja, da geht was, oder? Das war in der Zeit, wo ich gerade zurückgekommen bin aus Saudi-Arabien, wo meine Tochter todkrank gewesen ist, die ganze Zeit, ja? Da war ich ungefähr, das müssen ungefähr 10 Monate gewesen sein. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, das war zwischen 2006, 2007 oder im Jahr 2007 in diesem Bereich. Ja, so sieht die Sache aus. Deswegen nochmal, liebe Geschwister im Islam, haltet euch zurück, versucht euch nicht zu bekämpfen. Für irgendwelche Leute, die euch sowieso nichts Gutes wollen. Und versucht nicht Leute zu verteidigen, die 1,5 Million schlimmere Sachen gemacht haben, als irgendwelche Brüder, die hier in Deutschland rumlaufen und den Propheten versuchen zu verteidigen, auch wenn sie meiner Meinung nach
falsche Methode wählen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen. Alles ist richtig gewesen, es war von Allah, was das falsch war. War von meiner eigenen Seele und vom Shaitan. Und wenn ihr Probleme habt mit dem, was ich gesagt habe, dann kann uns gerne ansprechen, anschreiben. Wir können dann noch detailliert auf dieses Thema eingehen. Subhanahu wa ta'ala. Wir haben den Geschäft heute in der Illa.